Hi zusammen. Also, viele haben gefragt, wie ich denn diese Overlays hier reinkriege in das Video, wie hier jetzt zu sehen. Ja, also man sieht hier die Stickbewegungen, die ich gemacht habe, und die Motorendrehzahl. Ja, gehen wir mal schnell durch, wie das Ganze passiert. Also Voraussetzung ist auf jeden Fall, dass man Clean Flight auf seinem Flight Controller laufen hat, und dass die FC auch Blackbox kann. Ja, meine kann das hier, das ist ein SP Racing F3, sieht man auch hier oben. Und ja, jetzt geht man einfach hier in dieses in den Blackbox-Tab und sagt hier Save Flash to File. Dann wird das runtergeladen. Das dauert jetzt ein bisschen, deshalb überspringen wir das einfach mal. Ich habe hier da schon was vorbereitet. So, und dann sieht das im Endeffekt so aus, wenn es auf der Platte liegt. Die Dateiänderung stimmt nicht ganz. Das ist kein Textfile, sondern ist mit Binärinhalten. Man braucht da also spezielle Tools, um das Ganze auszulesen. Und dafür nehme ich im ersten Schritt immer hier diesen Blackbox Explorer. Den gibt es in einem Chrome Store, oder wie nennt man das? Chrome Web Store. Genau da, wo es halt auch diesen Clean Flight Configurator gibt. Genau, dann startet man das Ding und sagt dann hier Open Log File und kann dann hier auf sein Blackbox File gehen. So, und dann sieht man schon, wie er es dargestellt hat. Es zeigt hier die verschiedenen Sessions an, die man geflogen ist in diesem File. Ja, kann sich das abspielen lassen. Kann sich hier auch die Graphen zusammen konfigurieren, wie man das will. Also das ist ganz gut, um irgendwie seine Pits auszuwerten, den Flug nochmal anzugucken. Man kann da jetzt auch noch ein Video dahinter legen. Wo habe ich denn mal eins? Zum Beispiel das hier. Ja. Die beiden Sachen passen jetzt nicht zusammen, aber ja, so kann man dann quasi seine Pits auswerten und schauen, dass alles gut läuft. Hier gucke ich dann aber meistens nur an, welche Spur quasi in dem Logfile, wie soll man es jetzt nennen, hier welchen Track ich brauche nachher. Und von welcher bis zu welcher Sekunde in diesem Track. Man kann aber auch immer alles einfach sich ausgeben lassen, das ist genauso gut. Ja, nachdem ich das dann rausgefunden habe, braucht man die Blackbox Tools. Die findet man hier bei GitHub. Da sind dann auch hier unten ja, irgendwo die Installationsanweisungen. Hier bei macOS ist eigentlich relativ easy. Man macht einfach hier auf der Kommandozeile brew install Blackbox Tools war das, glaube ich. Sowas oder so in der Art. Ich habe das jetzt schon gemacht. Naja, auf jeden Fall, wenn man die installiert hat, hat man den Befehl Blackbox Render. Und der kann jetzt verschiedenste Sachen machen. Also die Vorgehensweise ist, dass man sich dieses Blackbox-Log nimmt und hier dieses Skript, was dahinter steckt, oder dieses Programm, rendert einem dann einzelne PNG-Dateien. Die muss man dann in seinem Videobearbeitungsprogramm der Wahl wieder zu einem Clip zusammenfügen. Ja, im Moment gibt es da leider nichts Einfacheres als das. So, irgendwo hier habe ich dann auch meine Einstellungen, genau. Ich mache dann hier diese Geschichten. Also man sieht ja schon hier, Index ist das, wovon ich eben von Spuren und sowas geredet habe. Also ich will jetzt zum Beispiel hier den zweiten Flug in dieser Logdatei haben, dann mit 60 Frames pro Sekunde. Ich will vielleicht erst bei Sekunde 40 anfangen, aus irgendwelchen Gründen. Ich kann es aber auch weglassen, dann nimmt er einfach von Anfang bis Ende. So, und wenn ich jetzt hier das einfach so durchlaufen lasse, wenn ich jetzt nicht sagen würde, no draw pit table, no draw time und so weiter, dann
würde er quasi alles, was man hier auf dem Bild sieht, rausgeben. Das ist natürlich zu viel. Ich will ja nur hier die Motoren plus die Sticks haben. Und ja, deshalb müssen wir da in dieses Skript reinschreiben, was er eben nicht alles anzeigen soll. Genau, und dann lassen wir ihn einfach mal loslaufen. So, und ich glaube, wir können hier mal abbrechen. Das dauert halt schon eine ganze Ecke. So, und dann gucken wir mal rein. Jetzt hat er hier ein neues Verzeichnis und hier liegen jetzt alle PNG-Dateien. Wenn man die jetzt halt mal so nach und nach durchguckt, dann sieht man auch, dass sich da was tut. Das sind jetzt halt genau die Sachen, die wir haben wollen und das Ganze mit transparentem Hintergrund. So, wie ihr jetzt daraus wieder eine Videodatei macht, müsst ihr halt schauen, wie ihr das macht mit eurem speziellen Videoprogramm. Da gibt es auch Anleitungen dazu. Hier auf der Seite von diesen Blackbox-Tools ist auch eine Anleitung für Windows, wie man das hier mit DaVinci Resolve macht. Das war das Tutorial für die Stick-Overlays. Ja, wenn es euch gefallen hat, schaut doch mal auf meiner Facebook-Seite vorbei und liked die. Da wird noch viel Inhalt kommen in dieser Saison. Guckt mal bei mir auf YouTube vorbei, da am besten dann auch subscriben. Und ja, bis demnächst.